So, herzlich willkommen bei unserem nächsten Kurs Functional Fitness. Ich wünsche euch viel Spaß beim Mitmachen und los geht's. Wir starten erstmal und marschieren auf rechts. Die Arme nehmen wir schon mal mit. Die Knie ziehen wir so ein bisschen nach oben. Okay, noch 4, 3, 2. Achtung, Double Step Touch nach rechts. Arme schieben immer nach oben. Genau. Versucht über die Ferse abzurollen. Noch 3, 2. Achtung, Lecke. Wir ziehen die Fersen zum Gesicht. Die Arme schwingen locker neben dem Körper. Die Knie sind so leicht gebeugt. 4, 3, 2. Achtung, von vorne Double Step. Die Arme schieben. Hoch, hoch. Schön große Schritte, so groß, wie es eben eure Wohnung zulässt. 4, 3, 2, lecker. Wieder die Ferse zum Gesäßrand. Die Arme schwingen wieder locker neben. Noch 4, 3, 2. Achtung, Heel-Dick mit rechts. Schiebt die Ferse nach vorne. Das Standbein beugt immer leicht ein, die Arme machen so eine Curl-Bewegung. Noch 3, 2, letztes Mal von vorne, Double Step Touch. Und die Arme schön nach oben schieben. Noch 4, 3, 2, letztes Mal lecker. Kommt, Ferse zum Gesäß ranziehen. Knie sind leicht gebeugt. Noch 4, 3, 2 und nochmal hier rechts. Und das Standbein beugen wir wieder leicht mit ein. Die Arme kriegen auch ein bisschen Spannung da. Noch 3 und Achtung, Squat nach rechts. Schieb tief, andere Seite. Links. Der Po schiebt weit zurück, die Knie drückt ihr nach außen. Der ganze Fuß hat Kontakt zum Boden. Der Oberkörper bleibt aufrecht. Eine Runde machen wir noch. Noch 8 Stück. Kommt. 8, 7, 6, 5. Zieht auch mal die Schulter ein bisschen nach hinten. Bleibt kurz. 3. Und dann öffnen wir noch einmal nach rechts. Halbes Tempo und hoch. Hoch schön weit nach hinten raus. Die Fersen haben Kontakt zum Boden. Wenn ihr hochkommt, streckt ihr Knie und Hüfte komplett. Achtung, Slow Tempo. Ganz langsam. Tief, tief, tief. Halt. Langsam wieder nach oben drücken. Strecken. Noch langsam tief. Halte. Wieder nach oben strecken. Achtung, Dreierbock. Sie wird dreimal tief. 1, 2, 3. Hoch. Komm, dass die Beine schon schön warm werden. Letztes Mal. Eine Runde unten halten, bleibt tief. Noch 8, 7, 6. Drückt die Knie nochmal schön nach außen. Der Rücken ist lang. Noch 4, 3. Zieh durch. 2. Und dann mal die Arme tief nehmen. Die Beine strecken. Den Oberkörper mal ganz entspannt nach unten hängen lassen. Mal durchatmen. Und dann dreht die Fersen mal leicht nach innen, setzt die Hände nach unten und schiebt den Po nochmal in der Kniebeuge auf. Wenn die ein bisschen zu breit ist, rutscht die Füße einfach näher zusammen. Halten. Hände nochmal tief nehmen, Beine durchstrecken. Zehenspitzen in den Boden drücken und einfach hängen lassen. Einmal noch der Wechsel. Fersen nach innen drehen. Po in die Kniebeuge tief schieben. Schön die Knie nach außen drücken. Arme strecken wir nach vorne, Schultern ziehen wir zurück. Und dann drückt euch einmal über die Kniebeuge nach oben. Setzt die Füße ein bisschen enger zusammen. Dreht die Zehenspitzen nach vorne. Jetzt fahrt mal mit den Händen so weit tief, dass ihr auf Höhe von euren Schienbeinen ankommt. Den Rücken macht ihr schön lang. Den Po schiebt ihr vom Gefühl her weit nach hinten raus. Und jetzt beginnen wir gleich im Wechsel, die Arme nach vorne zu strecken.
Handinnenflächen drehen wir zueinander, sodass die Daumen nach vorne zeigen. Und dann starten wir mit dem rechten Arm. Schieben den im halben Tempo nach vorne. Acht, schieb vor und zurück. Andere Seite, vor und tief. Und jetzt bringt auch richtig Spannung in die Arme. Stellt euch vor, ihr haltet einen schweren Gegenstand in der Hand. Achtung, beide Arme schieben gleichzeitig. Vor und zurück. Vor und zurück. Jetzt achtet nochmal auf euren Bauch. Der ist angespannt, der Rücken ist lang. Letztes Mal und absetzen. Wir machen uns rund. Einrollen. Langsam wieder durchstrecken. Schultern zurück. Noch. Und. Einmal nochmal durchstrecken. Und dann rollt euch einmal zum Stand nach oben auf. Zieht die Schultern zurück. Wir sind jetzt mit unserem Warm-up fertig. Wir kommen zum Hauptteil. Das Ganze ist jetzt eine Kombination aus Kraft und Ausdauer. Okay? Wir starten mit einem Kniehebelauf seitlich. Das sind immer drei Schritte. Wir halten dann immer in der Einbeinstandposition. Da kommen wir an. Okay? Wir stellen uns mal auf unser linkes Bein, ziehen das rechte Bein nach oben und halten erstmal diese Position. Okay, ich mache es einmal vor, wie das geht. Wir machen 1, 2, 3, halten. 1, 2, 3, halten. Okay, das ist unsere erste Bewegung. Und dann bauen wir das schrittweise nacheinander auf. Okay? So, ihr haltet in der Position. Rechtes Knie ist angezogen, linkes Bein ist das Standbein. Wir starten nach rechts. Achtung. 4, 3, 2, los geht's. 1, 2, 3, halten. 1, 2, 3, halten. 1, 2, 3, halten. Genau. Und die Knie schön mit hochziehen. 1, 2, 3, halten. 1, 2, 3, halten. Erste Runde haben wir. Versucht die Bodenkontakte möglichst kurz zu halten. 1, 2, 3, halten. Und dann wirklich schön in dem stabilen Einbeinstand ankommen. 1, 2, 3, halten. 1, 2, 3, halten. Eine Runde noch, letztes Mal und dann setzt das Bein ab. Wir kommen in den hüftbreiten Stand. Die Hände legen wir auf die Oberschenkel und dann starten wir. Wir gehen ganz leicht in die Knie und fahren mit den Händen wie im Warm-up bis zu den Schienbeinen tief und kommen dann wieder nach oben. Los geht's. Tief, tief, tief halten und wieder nach oben. Wir machen das bewusst erstmal schön langsam. Achtet mal drauf, die Knie sind leicht gebeugt. Aber wenn ihr nach vorne geht, bleiben die in der Position, also nicht weiter einbeugen. Die Bewegung kommt vor allem aus der Hüfte. Die Knie drückt ihr auch hier leicht nach außen, die Schultern zieht ihr zurück. Tief, halten, jetzt merke ich in die Oberschenkel und wieder nach oben. Die letzte Runde noch mal ein bisschen schneller, geht. Tief und hoch. Die Hände haben am besten immer Kontakt zum Körper. Der Blick geht nach unten zum Boden. Und nach oben, Schultern zurück. Sehr gut, das war unsere erste Stufe. Der Einbeinstand, wir nehmen drei Side-Steps und die Good Mornings. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Wir starten aber erstmal wieder im ersten Teil. Rechtes Knie anziehen und es geht auch nach rechts. Achtung, 1, 2, 3, halten. 1, 2, 3, halten. In der nächsten Stufe hängen wir dann noch einen Ausfallschritt dran. Okay? Wer mitmachen möchte, kommt mit. Wer nicht, der bleibt in der leichten Variante. Los geht's. 1, 2, 3. Tief. Hoch. 1, 2, 3. Tief. Hoch. Achtet bei dem Ausfallschritt drauf, dass der Oberkörper möglichst aufrecht bleibt. 1, 2, 3. Tief. Hoch. 1, 2, 3. Tief. Hoch. Ich drücke mich über mein vorderes Bein. Wieder zum Stand nach oben. Eine Runde noch, kommt. Tief, hoch. 1, 2, 3. Tief, hoch. Tief, hoch. Tief. Und kurze Pause. Gut, wir stellen die Füße wieder hüftbreit auf. Wir starten wieder mit der leichten Variante von den Good Mornings. Ich drehe mich wieder seitlich.
Die Hände legen wir auf die Oberschenkel. Die Schultern ziehen wir zurück. Die Knie sind leicht gebeugt. Wir legen sofort los. Tief und hoch. Achtet drauf, die Knie bleiben in der gleichen Position. Ja, ganz leicht gebeugt. Der Rücken ist schön lang, der Blick geht zum Boden. Wer das schwieriger möchte, nimmt die Hände an die Schläfe. Tief und hoch. Wer die leichte Variante weitermachen möchte, der macht die leichte. Der lässt die Hände auf den Oberschenkel. Jetzt drückt auch mal die Füße schön fest in den Boden und die Ellbogen gehen dir so weit nach außen, dass ihr die gar nicht seht. Und hoch. Kommt. Tief. Und hoch. Den Bauch lasst ihr fest angespannt. Gut. So, eine Runde noch. Die letzte. 8, 7, 6, 5. Kommt. 3, 2, letztes Mal und nach oben. Schulter einmal zurück. So, das war unsere zweite Stufe. Jetzt gehen wir in die dritte und letzte Stufe. Wir starten aber erst einmal wieder mit einer kurzen Einleitung in der zweiten Stufe. Das heißt, rechtes Knie anziehen, es geht wieder nach rechts mit Ausfallschritt. 1, 2, 3, tief, hoch. 1, 2, 3, tief, ups, hoch. 1, 2, 3, tief, hoch. Wer die schwierige Variante machen möchte, mit Ausfallschritt gesprungen. 1, 2, 3, tief, Sprung. 1, 2, 3, tief, Sprung. 1, 2, 3, tief, Sprung. Ihr könnt aber auch in den leichten Stufen bleiben, ja? 1, 2, 3, tief, Sprung. Und dann versucht euch mal immer mehr vom Boden abzudrücken. 1, 2, 3, tief, Sprung. 1, 2, 3. So, die letzten 4. Noch 3. 1, 2, 3. Tief, Sprung. 1, 2, 3. Tief, Sprung. Letztes Mal. Und Pause. Sehr schön. So, jetzt kommen wir noch in die letzte Stufe der zweiten Übung. Wir starten aber erstmal wieder mit der zweiten Stufe. Wir stehen uns wieder hüftbreit auf. Hände an die Schläfe und los geht's. Und hoch. Tief. Und schau wieder, dass ihr die Füße schön gleichmäßig belastet. Die Beine drücken fest in den Boden. Schwere Schuhe mit gestreckten Armen. Tief. Und hoch. Jetzt zieht es schon richtig schön an den Oberschenkelrückseite. Und ich merke auch meinen Rücken. Wer das leichter möchte, nimmt die Hände an die Schläfe. Wer es ganz leicht möchte, Hände auf die Oberschenkel. Ja, sucht euch euren Schwierigkeitsgrad einfach selber raus. So, der Bauch bleibt weiterhin angespannt, egal welche Variante ihr macht. Und dann haben wir die letzte Runde. Kommt. Tief und hoch. Streck. Tief und hoch. Gut. 2 Stück noch. Letztes Mal. Und Pause. So, trinkt was. 1 Minute Pause für euch. So, ihr habt den ersten Teil geschafft. Als nächstes gehen wir zum Boden, wenn ihr eine Matte habt. Super, ansonsten geht es natürlich auch auf den Teppichboden. Also, wir starten in einem Unterarmschwitz. Das heißt, die Ellenbogen sind unter den Schultern und die Arme zeigen nach vorne. Wir nehmen die Hände nicht zusammen, sondern wir drehen die Arme gleich so leicht nach außen.
So, wichtig, wir hängen hier nicht durch, wir schieben aber auch den Po nicht nach oben, sondern wir bilden eine gerade Linie. Und unsere erste Stufe ist einfach im Wechsel die Beine anziehen. Hoch und tief, hoch und tief. Dabei drücken wir die Ellenbogen schön fest in den Boden und achten darauf, dass die Hüfte möglichst stabil wird. So, die erste Runde habt ihr geschafft. Der Blick geht auch gerade zum Boden. Für wen das zu schwierig ist, der darf das Knien machen. Ja, das geht genauso. Ansonsten, ich denke, Unterarmstütz mit gestreckten Beinen, das kriegt ihr hin. So. Die letzten. 4, 3, 2 und ablegen. Einfach mein Bauchlage ablegen. Kurz entspannen. So, als nächstes. Nächste Übung, die kennt ihr. Wir starten, wir schieben die Arme nach vorne, ziehen die Arme dann wieder ran, drücken uns dann so weit nach oben, dass die Hüfte noch möglichst am Boden bleibt, die Schultern ziehen direkt von den Ohren und gehen dann wieder tief. Das ist unsere erste Stufe, okay? Und dann bauen wir das schrittweise nacheinander. 4, 3, 2, los, Arm vor und wieder zurück. Langsam nach oben drücken und ab. Vor, zurück, hoch und tief. Denkt nochmal dran, wenn ihr euch nach oben drückt, dass ihr die Schultern weg von den Ohren zieht. Vor, zurück, Schultern ziehen tief und nach oben. Eine Runde noch. Ellenbogen sind da auch nah am Körper. Und ab. Wir kommen wieder in unserem Unterarmstütz. So. Ellenbogen sind wieder unter den Schultern. Hände zeigen nach vorne. Wir starten erstmal wieder mit der ersten Stufe. Stellt die Füße auf und im Wechsel an. Hoch, tief. Hoch, tief. So, als nächstes, das kann auch jeder in seinem Tempo machen, im Wechsel die Arme nach vorne strecken. Okay, das ist die zweite Stufe. Wer möchte, vor, vor. Ihr könnt das aber auch in eurem Tempo. Achtet mal drauf, dass ihr möglichst wenig ausweicht. Es ist leichter, wenn ihr die Beine ein bisschen breiter aufstellt. Ja? Für wen das zu schwierig ist, der hebt die Beine im Wechsel. Könnt ihr euch wieder aussuchen. Ja, wenn die Arme macht, bisschen die Beine breiter spannen. Den Bauch fest anspannen. So, die letzten 8. Noch 4. Und stopp. Ablegen. Kurz wieder entspannen. Gut. Schulter merke ich schon langsam ein bisschen. Wir gehen wieder in unsere erste Stufe. Strecken die Arme nach vorne und drücken uns dann nach oben. Los geht's. Vor, zurück und jetzt nach oben. Die Hüfte bleibt wieder am Boden. Einmal noch. Nächste Stufe. Wir kombinieren das mit einem Liegestütz Knie. Ja? Also diesmal löst auch die Hüfte. Wer kommt, wer mit mich, der kommt mit. Und vor, zurück, Liegestütz Knie, hochdrücke und tief. Achtet hier wieder drauf, der Bauch ist schön fest angespannt. Letzten 2 Schritte. Ranziehen, mit Spannung nach oben drücken und wieder ablegen. Letztes Mal. Und einmal den Po mal nach hinten auf die Fersen schieben. Kurz mal den Rücken rund machen, die Arme nach vorne strecken. Jetzt will einfach mal kurz die Schulter ein bisschen entlasten. So. Dann rollen wir uns langsam wieder zurück nach oben auf. Ihr habt jetzt Stufe 1 und 2 geschafft. Wir gehen jetzt in die letzte Stufe, Stufe 3. Auch hier starten wir wieder in einem Unterarmstütz.
Wir fangen auch wieder mit der zweiten Stufe an. Arm im Wechsel nach vorne strecken. Vor, zurück. Ihr könnt das wieder in eurem Tempo machen. Ihr könnt auch die Beine angehen. Ja? Wenn das zu schwierig ist, nur die Beine an. Ganz schwierig, diagonal. Arm und Bein. Dritte Stufe. Ja, das ist schon schwierig. Da muss der ganze Bauchbereich schön arbeiten. Ihr könnt auch wieder nur die Beine anheben oder nur die Arme. Macht das, wie es für euch geht. Ja? Jeder in seinem Schwierigkeitsgrad. Oder hier nach vorne strecken, dann wieder ein bisschen breiter die Beine setzen. Oder ganz schwierig. Letzte Runde. 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und Knie am Boden aufsetzen, in Bauchlage ab. Schultern einmal kurz entspannen. Gut, dann haben wir hier auch noch die dritte Stufe. Wir starten aber erstmal wieder mit der zweiten Stufe. Arme nach vorne strecken. Zurück, Liegestütz, Knie hoch und noch. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, die letzte Stufe, normaler Liegestütz. Okay, vor, zurück, Liegestütz, hoch und noch. Vor, zurück, Liegestütz. Nur wer möchte, ansonsten könnt ihr im Liegestütz knien oder in der ersten Stufe bleiben. Achtet drauf, wenn ihr euch nach oben drückt, bringt Spannung in den Bauchbereich. Letzte Runde, 2 Stück. Letztes Mal. Und Pause. Zweiter Übungskomplex geschafft. Ihr habt wieder 1 Minute Pause, trinkt was, erholt euch kurz. So, ihr habt jetzt den ersten und den zweiten Block erfolgreich bestanden. Jetzt kommen wir in den dritten und damit auch den letzten Block. Wir brauchen wieder die Matte und machen was für den Bauch und eher für die hintere Kette. So, wir starten. Wir legen uns in Rückenlage auf der Matte ab oder auf den Boden und strecken die Beine ganz entspannt nach vorne aus. Okay? So, als erste Stufe habe ich ganz normale Crunches gewählt. Ihr könnt den Schwierigkeitsgrad da auch schon anpassen. Leicht die Arme nach vorne strecken, mittlere Stufe, Hände an die Schläfen, schwer Arm nach hinten gestreckt. Ja? Ich würde aber mit der leichten Variante auf jeden Fall starten. Das heißt, ich strecke die Arme nach vorne und hebe dann nur die Schulterblätter vom Boden an. Okay? Ihr dürft mit halbes Tempo hoch. Und ist eine ganz kleine Übung. Wir versuchen schön, den Bauch anzuspannen und die Schulterblätter so weit wie es geht zu lösen. Achtet drauf, das Kinn bleibt auf der Brust, den Bauch spannen wir an. Die Daumen zeigen nach außen, die Schulter ziehen wir leicht nach hinten. So, den letzten 8. Soll kein Problem sein. Wie gesagt, ihr könnt auch hier die Schwierigkeit gerade schon anpassen. Nehmt die Hände an die Schläfen. Wird das gleich schwierig.
Und stopp. Dann einmal die Knie heranziehen und mit ein bisschen Schwung zum Sitz nach oben kommen. Dann stellen wir mal die Hände am Boden auf, drehen die Finger so, dass sie nach hinten zeigen und schieben jetzt die Hüfte hoch und tief. Und dabei spannen wir den Po schön an und drücken uns aus den Schultern raus. Und ist der erste Stufe, der zweiten. Also Ferse schieben in den Boden, den Po spannen wir an, den Bauch machen wir flach. Und tief. So, die letzten acht. Habe ich geschafft, kommt sie durch. Und atmen. Einmal wieder Beine greifen und in Rückenlage ablegen, Beine nach vorne ausschieben. Wir starten wieder mit unserer ersten Stufe. Normale Crunches. Hände nehmen wir seitlich. Und los geht's. Ihr bleibt in der Bewegung. Ich zeige und erkläre euch schon mal die nächste Stufe. Wir starten mit den Armen hinter dem Kopf, rollen uns langsam zum Sitz nach oben auf. Wer möchte, kommt mit. Ja? Jeder macht das in seinem Tempo. Achtet da jetzt nicht auf die Musik. Macht es schön langsam. Aufrecht hinsetzen und ganz langsam nach oben ablegen. Je langsamer, desto besser. Macht es in eurem Rhythmus. Je langsamer ihr euch auch nach oben aufrollt, desto schwieriger wird es. Probiert es mal ganz langsam. Ja, dann zieht das schon deutlich mehr. So, dann noch einmal nach oben kommen und dann bleibt ihr in der Position. Wir stützen wieder die Hände nach hinten auf, stellen die Füße wieder auf, die Zehenspitzen zeigen nach vorne und starten dann wieder mit unserer ersten Stufe und schieben nur die Hüfte nach oben. Okay, und los geht's. Hoch und tief. Hoch und tief. Als nächste Variante lösen wir im Wechsel die Beine, wenn wir oben sind. Das heißt, wir gehen hoch, Strecke, absetzen und wieder tief. Nur wer möchte, ansonsten bleibt in der normalen Variante. Achtet mal drauf, dass die Hüfte möglichst gestreckt bleibt, wenn ihr hier oben seid. Das ist gar nicht so leicht. Und hoch. Strecken. Ran. Strecken. Ran. Und eine Runde. Komm. So, das letzte Mal. Ganz nach oben den Po anspannen. Und langsam ab. Einmal Knie ranziehen, in Rückenlage ablegen, Beine nach vorne strecken. Wer möchte, startet mit der leichten Variante. Wer die Stufe 2 schon nehmen möchte, nimmt die Stufe 2. Wieder eine Runde, nochmal zum Reinkommen. Die Arme nach vorne führen, langsam nach oben zum Sitz aufrollen, strecken. Die schwere Variante, wenn wir nach oben kommen, versuchen wir noch, Beine anzuheben in so ein schweres Sitz. Ihr seht schon, da muss ich viel arbeiten und geht dann wieder tief. Nur wer möchte. Ansonsten macht die andere Beine. Halte und langsam wieder ab. Okay, das ist die schwere Stufe. Versucht es schön auszubalancieren und auch hier langsam nach oben kommen und langsam wieder nach oben ablegen. Dass ihr schön die Bauchmuskeln anspannt. Ja. Wenn es noch ein bisschen wackelt, das macht gar nichts. Seht bei mir auch, das passt auch nicht jedes Mal perfekt. Aber bleibt in der Bewegung, das ist ganz wichtig. So, dann kommen wir noch einmal nach oben. Oben halten, Füße wieder aufstellen am Boden, Hände aufstellen. Unsere letzte Stufe. Wir fangen aber erstmal wieder mit der zweiten oder wir möchten auch mit der ersten Stufe an. Hüfte nach oben schieben, Beine
ausstrecken. Strecken, ran, strecken, ran und absetzen. Hüfte hoch, strecken, ran. Wer möchte, versucht mal, oben Arm und Bein zusammenzuführen, und wieder abzulegen. Ihr seht schon, da muss ich mich ein bisschen bewegen. Halten und tief. Je stabiler ihr seid, desto flüssiger funktioniert. Ihr könnt aber auch in der leichten Variante bleiben. Ja? Nur wer möchte, versucht mal Arm und Bein zusammenzuführen. So wie ihr wollt. Okay, eine Runde machen wir noch. Probiert es ruhig nochmal aus. Hoch. Zusammen. Zusammen. Da verlage ich auch mein Gewicht ein bisschen. Letztes Mal. Zusammen. Auf das andere Bein. Und tief. Sehr gut. Wir legen uns in Rückenlage ab. Ihr seid mit dem Hauptteil fertig. Wir kommen zum Cooldown. Die Füße dürft ihr erstmal ganz entspannt nach außen fallen lassen. Schließt ruhig mal kurz eure Augen und konzentriert euch mal nur auf die Atmung. Tief durchatmen. Am besten, ihr legt jetzt ein bisschen ruhigere Musik auf oder ihr macht sie dann auch ganz aus. Aber wir lassen jetzt einfach mal an. Ich hoffe, das stört euch nicht. Und dann ziehen wir mal unser Knie, das linke Knie zum Oberkörper ran. Halten in der Position kurz. Nehmen dann die rechte Hand, führen das Bein über den Körper hin zur Seite und öffnen die linke Hand auf Schulterhöhe nach außen. Und dann kann ich mit der rechten Hand hier das Knie, soweit es für mich angenehm ist, nach unten drücken. Und habe so eine leichte Rotation in der Wirbelsäule. Und atme da mal schön tief in die Flanke ein und aus. Und dann kommt langsam zur Mitte zurück, zieht das Knie nochmal schön zum Körper ran. Und dann streckt es langsam nach vorne aus und dann tauschen wir die Seite. Holen das rechte Bein zum Oberkörper ran. Halten kurz in der Position. Und nehmen diesmal die linke Hand, führen das Bein über den Körper zur Seite, öffnen die rechte Hand auf Schulterhöhe nach außen und versuchen mit der linken Hand das Knie so leicht nach unten zu drücken, so wie es für euch angenehm ist. Mit der Ausatmung werdet ihr merken, kommt ihr nochmal so ein kleines Stückchen weiter in die Position rein. Und den Blick nehmt ihr am besten wieder zur rechten Hand. Hier versucht ihr schön tief in eure Flanke ein- und auszuatmen. Und dann dürft ihr langsam zur Mitte kommen, das Knie nochmal ranziehen. Und dann holen wir auch das andere Bein dazu, machen so ein kleines Päckchen. Und dann roll ich mal mit einem etwas größeren Schwung zum Sitz nach oben auf. Streckt die Beine aus und lasst euch einfach mal mit dem Oberkörper, soweit wie es für euch angenehm ist, nach vorne fallen. Dann könnt ihr euch an den Waden, an den Sprunggelenken oder auch an den Füßen vielleicht so ein bisschen nach vorne ziehen. Wichtig, die Beine sind gestreckt. Und einfach mal halten. Und dann rollt euch langsam zum Sitz nach oben auf. Dann gehen wir noch einmal auf den rechten Unterarm. Ziehen die linke Hand über den Kopf, öffnen da die Flanke, nehmen den Blick nach vorne, schauen, dass wir beide Pobacken in Richtung Boden drücken. Atmen auch hier nochmal in die Flanke schön ein, da solltet ihr vielleicht so ein bisschen das oberen Rücken spüren. Und dann kommen wir langsam zur Mitte, andere Seite, rechter Arm zieht über den Kopf, Blick geht nach vorne, beide Pobacken wieder nach unten drücken, das werdet ihr merken. Ich ziehe das noch ein bisschen mehr. Und wieder zur Mitte.
Dann atmen wir noch einmal über die Seite tief ein, kommen in einen schönen Strecksitz, machen uns ganz groß. Und mit der Ausatmung nehmen wir die Arme langsam tief. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dann!